Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Ihr habt es euch alle gewünscht und hier präsentiere ich es euch. Und zwar mein aktuelles Branded Despia Deck Profile. Post Darkwing Blast, Post Banlist, bereit fürs neue Format. Und zwar die pure Variante. Ohne das Bestial-Deck-Thema. Dazu wird es in naher Zukunft nochmal ein separates Deck-Profile geben. Hier an dieser Stelle, für alle Despia-Branded-Liebhaber, gibt es meine aktuelle Version des Decks. Konstant wie noch nie zuvor. Going first, going second, all das präsentiere ich euch hier in diesem Video. Nach dem Deck-Profile machen wir natürlich eine kleine Preisübersicht, damit ihr ein Gefühl dafür habt, was euch das Deck aktuell kostet. Und vor allen Dingen werde ich euch auch Budget-Alternativen präsentieren für all die teuren Karten, die sich der ein oder andere von euch nicht leisten kann. Und im Anschluss natürlich an die Preisübersicht machen wir ein kleines Combo-Tutorial. Ich zeige euch eine ganz entspannte One-Two-Card-Combo, je nachdem, was mir so einfällt, und zeige euch, wie man Despia Going First aktuell spielen kann. Und damit auch genug von mir, lass uns direkt in das Deck-Profile Branded Despia reinspringen. Los geht's! Und damit starten wir auch mit meinem Branded Despia Deck Profile. Wir spielen natürlich dreimal Aluba, den Narren von Despia. Dreh- und Angelpunkt des Deckthemas. Searcht euch eure wichtigen Spells und Traps. Ohne ihn ist das Deck tatsächlich nur halb so gut. Als nächstes spielen wir dreimal die Despianische Tragödie. So sieht sie nämlich aus. Wir spielen diese Karte auf drei, denn wir wollen sie entweder mit Verlockung der Finsternis oder mit der markierten Eröffnung zusammen auf der Starthand haben, um sie abzuwerfen und maximals plus zu gehen. Denn diese Karte searcht euch, wenn ihr diese Karte verbannt oder sie in den Friedhof gelangt, searcht sie euch ein Despia-Monster. Das heißt, ihr könnt entweder den Aluba, Narren von Despia, searchen oder ein anderes eurer Despia-Monster, falls ihr Aluba schon auf der Starthand habt. Dann spielen wir die nächsten beiden Despia-Monster, und zwar einmal Ad Libitum von Despia und den Dramaturg von Despia. Ja, ich spiele Dramaturg, ich finde die Karte seit Release extrem nice, deswegen spiele ich diese Karte, denn sie kommt immer wieder zurück aufs Spielfeld, wenn ihr sie als Fusionsmaterial benutzt, und sie ist ein Negate für ein gegnerisches Extra-Deck-Monster. Und dann spielen wir natürlich Ad Libitum für die Combo, denn mit Ad Libitum könnt ihr eines eurer Despia- oder Fusionsmonster der Stufe 8 oder höher aus dem Friedhof oder aus dem Banished Pile recyceln, wenn ihr ihn für eine Fusionsbeschwörung benutzt. Beides extrem wichtige Karten. Auf 1 reichen beide absolut aus, denn in der Regel searcht ihr sie euch und mehr wollt ihr davon auch gar nicht sehen, denn die Karten auf der Starthand, das ist nicht unbedingt notwendig. Als nächstes spielen wir dreimal den Gefallenen von Albas. Wir spielen auf 3, weil wir unter anderem Verlockung der Finsternis spielen. Heißt, wenn wir ihn mal verbannen müssen, haben wir immer noch genug Kopien in unserem Main Deck. Und vor allen Dingen durch eine Karte, über die wir gleich sprechen, und zwar die flammende Cartesia, ist die Karte tatsächlich sehr, sehr wichtig geworden, beziehungsweise noch wichtiger, als sie eh schon war. Dreh- und Angelpunkt des Decks, weil ihr sie natürlich auch benötigt, um in eure Fusions-Boss-Monster zu gehen, wie zum Beispiel den Mirror Jade. Die nächste Karte, die wir spielen, ist Starbrigade Mercuria. Ja, ich weiß, es gibt extrem viele Deck-Profiles, die die Karte nicht im Main-Deck spielen. Ich finde sie extrem geil und ich sage euch auch warum. Klar, in der Regel spielen die Kollegen hier markierter Verlust zusammen mit dem Albion und dem Spriggans Kit, um quasi noch eine weitere Möglichkeit zu haben, an die Branded Spells und Traps zu kommen. Spiele ich nicht, sind mir Bricks, will ich nicht haben. Auch wenn markierter Verlust eine extrem gute Karte ist, dennoch spiele ich sehr gerne ohne diese Karte. Ich spiele es lieber mit Starbrigade Kit, Starbrigade Mercuria, denn diese Karte, wenn ihr sie auf der Starthand habt und ihr trotzdem mit Branded Fusion in eure Combo kommt, ist das quasi ein Monster Negate im gegnerischen Turn, denn solange ihr ein Fusionsmonster kontrolliert, welches den Gefallenen von Abbas als Material listet, in der Regel spiegeljadet den Eiskriegendrache, könnt ihr diese Karte von der Hand abwerfen und so einen gegnerischen Monster-Effekt negieren, sprich eine Handtrap. Und wenn ihr diese Karte nicht als Handtrap benutzt, könnt ihr sie immer noch benutzen, um sie mit Verlockung der Finsternis von eurer Hand zu verbannen, um dann wiederum den Gefallenen von Albas zu searchen, was auch nicht so verkehrt ist. Und damit kommen wir zu unserem neuesten Support für das Branded Despia Deck-Thema, und zwar die flammende Cartesia, die tugendhafte. Artwork-technisch unendlich geil und sie hat auch tatsächlich einen sehr, sehr geilen Effekt. Das ist quasi unser neues Licht-Target, welches wir in den Friedhof ballern. Falls ihr keinen Zugang zu dieser Karte habt, könnt ihr natürlich als Alternative die unglaubliche Ecclesia, die tugendhafte, spielen. Ich spiele an der Stelle die flammende Cartesia, sehr geile Karte, denn sie specialt sich auf eure Spielfeldseite, wenn ihr einen Gefallenen von Albas kontrolliert oder er sich in eurem Friedhof befindet.
findet und dann in der Main-Phase, also nicht nur in eurer, sondern auch in der gegnerischen Main-Phase, Quick Effect könnt ihr eine Fusionsbeschwörung machen. Ihr müsst diese Karte dafür nicht benutzen für die Fusionsbeschwörung. Falls ihr weiteres Material auf dem Spielfeld habt, könnt ihr dieses benutzen in eurem Turn und dann im gegnerischen Turn quasi ihren Effekt nochmal zünden, sie dann mit benutzen mit weiterem Material und so weitere Fusionsmonster aufs Spielfeld ballern. Und dann hat diese Karte den gleichen Effekt wie die unglaubliche Ecclesia, und zwar wenn sie sich im Friedhof befindet und in ein Fusionsmonster in den Friedhof gelangt, in der Endphase könnt ihr euch dann die Flamme der Cartesia wieder zurück auf eure Hand nehmen. Sehr, sehr geile Karte, extrem gute Addition für das Branded Despia Deckthema. Dann spielen wir an dieser Stelle natürlich die Ketten-Kobold-Engine, die uns eigentlich in der Regel immer nur Plus gehen lässt. Diese Karte Plus, wo ist sie? Da, markierte Eröffnung auf der Starthand, gibt euch alles und noch mehr. Full Combo plus noch Masquerade on top, also was wollt ihr mehr an dieser Stelle? Wir spielen zwei Kettenkobolde. Denn wenn ihr so einen Kettenkobold in den Friedhof bekommt, könnt ihr euch einen Schreckenspilz Patchwork searchen, welcher euch wiederum einen Kettenkobold und eine Polymerisation auf die Hand zaubert. Als nächstes spielen wir eine der mächtigsten Fusionskarten, die tatsächlich im Yu-Gi-Oh! Geprintet worden sind. Und zwar die markierte Fusion. Eine Karte, die aus dem Structure-Deck kommt und tatsächlich eine enorme Power hat und das Deckthema enorm boostet. Deswegen spielen wir sie auch definitiv auf 3, denn ihr könnt eine Fusionsbeschwörung machen mit Monstern aus eurem Main-Deck. Als nächstes spielen wir dreimal die markierte Eröffnung, eine extrem gute Karte, die super viel Consistency in euer Deck ballert. Mehr oder weniger One-Card-Combo. Ihr müsst dafür zwar eine Karte abwerfen, aber hey, wenn ihr den Kettenkobold auf eurer Hand habt, werft ihr den ab, der sucht euch Schreckenspelz Patchwork, der euch wiederum einen weiteren Kettenkobold und eine Polymerisation sucht. Also könnt ihr auf jeden Fall nicht meckern. Oder wenn ihr die Tragödie abwirft, geht ihr auch maximals Plus. Deswegen die markierte Eröffnung definitiv auf 3 in eurem Main-Deck. Und diese Karte, dürft ihr nicht vergessen, hat natürlich noch einen Effekt im Friedhof. Und zwar, wenn ein Fusionsmonster auf eurer Spielfeldseite durch einen Karteneffekt des Gegners zerstört werden würde, könnt ihr stattdessen die markierte Eröffnung verbannen. Als nächstes spielen wir zweimal rot markiert. Ja, 2 reicht meiner Meinung nach tatsächlich aus, weil ihr sie euch unter anderem natürlich searchen könnt. Aber wenn ihr sie auf der Starthand habt, ist es auch nicht verkehrt. Die Karte lässt euch unter anderem im gegnerischen Zug eine Fusionsbeschwörung tätigen, indem ihr ein Despia-Monster in eurem Friedhof wählt, es auf die Hand nimmt und dann könnt ihr mit beliebigen Monstern, die ihr auf Hand- oder Spielfeldseite habt, eine Fusionsbeschwörung machen, was tatsächlich sehr geil ist, weil ihr vor allen Dingen in eurer Combo in der Regel, wo ist sie? Da. Holt ihr euch die Tragödie aus dem Friedhof zurück auf eure Hand, die verbannt ihr und wenn sie verbannt wird, searcht sie euch wieder ein weiteres Despia-Monster, sprich Aluba für Follow-up. Das heißt, rot markiert besorgt euch vor allen Dingen auch im gegnerischen Spielzug die Guardian Chimera, eine extrem starke Karte, die auf der gegnerischen Spielfeldseite ordentlich Schaden anrichten kann und euch vor allen Dingen durch den Draw-Effekt ordentlich Advantage bringt. Die letzte markierten Zauberkarte, die wir spielen, ist Despia Theater der Markierten. Kommt immer wieder auf, ich search sie mir gerne ab und zur Not werfe ich sie auch mal für Kost von der Start in den Friedhof ab, ist keine Karte, um die sich das Deckthema dreht, aber ab und zu diese Karte in der Field Spell Zone liegen zu haben, um dann in Fusionsbeschwörung zu gehen oder ihren weiteren Effekt zu nutzen, hilft tatsächlich, vor allen Dingen auch im Grind Game. Dann spielen wir an dieser Stelle natürlich 2 Polymerisationen, searchen wir uns mit Schreckenspells Patchwork zusammen mit dem Kettenkobold. Die Poly auf der Hand zu haben, hilft auf jeden Fall, um euer Board zu erweitern und zu etablieren, um so dem Gegner keine Chance zu lassen. Als nächstes spielen wir 2-mal Schreckenspelz Patchwork. Mit der Karte searcht ihr euch den Kettenkobold und die Polymerisation. Eine extrem starke Karte, die euch auf jeden Fall Consistency in euer Branded Despia Deck gibt. Dann spielen wir natürlich eine Power Spell, super Polymerisation, Going Second Boardbreaker, Going First eine wunderbare Interruption. Vor allen Dingen mit dem ein oder anderen generischen Super Poly Target im Extra Deck können wir so fast jedes Board auseinandernehmen. Als nächstes spielen wir 2-mal Dark Ruler No More. Ihr könnt diese Karte auch gerne austauschen gegen Triple Tactic Talents zum Beispiel. Ich finde Dark Ruler No More wunderbar, egal ob ich sie Going First oder Going Second ziehe. Die Karte richtet in der Regel immer Schaden an. Zur Not Going First könnt ihr sie verkosten. Abwerfen oder ihr behaltet sie auf der Hand, schaut, was der Gegner für ein Board etabliert, annulliert es dann in Turn 3 und könnt so trotzdem weiterspielen, denn in der Regel habt ihr genug Handkarten, um quasi auch noch in Turn 3 wieder zurückzukommen. Für Consistency spielen wir natürlich 3-mal Verlockung der Finsternis. Ja, dieses Deck ist tatsächlich auf Consistency ausgelegt. Ich will, egal ob Going First oder Going Second, immer eine gute Hand haben und immer spielen können, ob ich mit mehreren Karten durch gegnerische Negate-Boards spiele oder ob ich Going First natürlich maximal Plus gehen möchte und so ein starkes Board zu etablieren, um dem Gegner am Spielen zu behindern. Und dann spielen wir noch 3 One-Offs und zwar spielen wir einmal den Harpyen Flederwisch.
Ja, es könnte auch ein Cosmic Cyclone sein, sei euch überlassen. Ich spiele gerne den Harpyon Flederwisch, weil es kein One-for-One-Trade ist, sondern man so quasi die gesamte Backrow wipen kann, vor allen Dingen, wenn man gegen so Decks spielt wie Eldritch. Und solange die Mine draußen rumrennt, braucht ihr irgendein Backrow-Removal im Main-Deck. Dann Foolish Burial, um euch zum Beispiel die Tragödie an den Friedhof zu schicken. Das ist allerdings auch eine Karte, bei der ich überlege, sie rauszunehmen und gegen irgendwas anderes auszutauschen. Vielleicht doch den markierten Verlust, ich weiß es noch nicht. Und dann einmal vom Grab gerufen, klar, um durch gegnerische Handtraps zu spielen oder um auf der gegnerischen Spielfeld bzw. auf dem gegnerischen Friedhof Karten aus dem Friedhof zu nehmen, die für die Kombo des Gegners relevant sind. Und die letzte Karte, die wir in unserem Maindeck spielen, ist die markierte Verbannung. Unfassbar stark, unfassbar gut, mega gute Interruption, Banished. Auf beiden Spielfeldseiten, also ihr könnt euch aussuchen, von wo ihr banisht, Monster, um eine Fusionsbeschwörung aus eurem Extra-Deck zu tätigen. Wunderbare Interruption, quasi die, ich sag mal, vierte Super-Poly, die vor allen Dingen auch in dem Fall noch searchable ist. Also eine extrem gute Karte, die ihr in der aktuellen Meta definitiv spielen solltet. Bevor wir zum Extra-Deck kommen, gibt es natürlich noch zwei Karten, über die ich mit euch sprechen möchte. Und zwar Ra's Schüler mit markierter Austreibung. Ich spiele die Karten nicht. Ich könnte drüber nachdenken, diese Karten in einem kompetitiven Event zu spielen. Aber wenn ich auf Locals spiele oder gegen meine Freunde, spiele ich diese beiden Karten nicht. Die Combo funktioniert zwar in der Regel, dennoch finde ich, dass Despia genug Power hat, um Going First als auch Going Second extrem starke Boards zu etablieren. Da brauche ich Ra's Schüler und die markierte Austreibung tatsächlich an dieser Stelle nicht, auch wenn die Karte unendlich hübsch ist und den Gegner einfach am Spielen hindert. Das sind tatsächlich zwei Karten, die ich getestet habe, die funktionieren, bin ich kein Fan von, sage ich ganz ehrlich. Und damit kommen wir zum Extra-Deck. Wir spielen zweimal Albion, den markierten Drachen. Die Karte könnt ihr auch sehr gerne auf 3 spielen, vor allen Dingen, wenn ihr eine der teuren Karten, die sich hier im Extra-Deck befinden, euch nicht leisten könnt. Dann nehmt ihr die raus und packt noch einen weiteren Albion rein. Eine Karte, die auf jeden Fall extrem gut ist, weil ihr sie zum Beispiel durch den Effekt von Mirror Jade Spiegeljade in den Friedhof schicken könnt. In der Endphase kriegt ihr einen Search, also ihr könnt euch eine markierten Zauberfalle searchen, was extrem stark ist. Markierte Fusion oder rot markiert könnt ihr so auf jeden Fall in der Endphase entweder auf die Hand nehmen oder setzen. Dann spielen wir an dieser Stelle zweimal Lobelion. Zwei Lobelion reichen absolut aus. Ich habe immer wieder so ein bisschen das Gefühl, als ob ich die Karte auf 1 cutten könnte. Und wenn ich es dann mache, fehlt mir irgendwie der zweite. Also zwei solltet ihr auf jeden Fall spielen. Macht eine Fusionsbeschwörung mit Monstern aus vom Feld, Friedhof oder Banished Pile, indem er sie zurück ins Deck shuffelt. Und in der Regel holt ihr euch dann natürlich hier Spiegeljade, den Eisklingendrache. Und da ist er auch schon, Spiegeljade, der Eisklingendrache. Klar, die Karte spielen wir definitiv auf 2 in unserem Extra-Deck, weil sie vor allen Dingen auch im Grind-Game immer wieder gut kommt. Ein extrem guter Beatstick mit 3000 ATK, extrem guter Effekt mit dem Non-Target-Banish. Schickt euch noch einen Albion in den Friedhof, der euch in der Endphase auch noch sozusagen für Consistency eine Branded-Spell sucht. Also auf 2 solltet ihr diese Karte auf definitiv spielen und natürlich noch einen der mächtigsten Effekte, den diese Karte hat, den wir nicht vergessen sollten, wenn diese Karte durch eine gegnerische Karte das Spielfeld verletzt. In der Endphase zerstört diese Karte alle Monster, die der Gegner kontrolliert. Geil, oder? Die nächsten beiden Karten, die wir spielen, die ihr an der Stelle auch sehr gerne austauschen könnt, sind Titaniklad, der Aschendrache, und Alba Lenatus, der Abgrunddrache. Den Abgrunddrachen würde ich in der aktuellen Meta definitiv spielen, weil abgeheuerlich durch die Gegend rennt und es den ein oder anderen Gegner gibt, der auf jeden Fall Drachenmonster auf seinem Spielfeld haben wird. Ihr beschwört einen Gefallenen von Albas Normalbeschwörung, macht eine Kontaktfusion, nimmt das gesamte gegnerische Board voller Drachen weg und habt so einen extrem mächtigen Alba Lenatus. Wenn er im Friedhof ist, er searcht euch vor allen Dingen in der Endphase eine normale Fusionszauberkarte, also die Branded Fusion, oder zum Beispiel, wenn ihr so Karten wie Instant Fusion spielt oder Fusion Destiny, könnt ihr diese Karten mit Alba Lenatus, dem Abgrunddrachen, searchen. Und Titaniklad, der Aschendrache, ist tatsächlich einfach eine gute Utility-Karte. Ihr könnt diese Karte auch gerne gegen andere Karten austauschen, wie zum Beispiel Schlammdrache des Sumpfes. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Budget-Alternative zu der ein oder anderen Karte, die wir hier im Extra-Deck spielen. Als nächstes spielen wir zweimal Maskerade, der flammende Drache. Extrem gute Karte, vor allem gegen Fluwanderees, wenn ihr zwei Maskerade aufs Spielfeld beschwören könnt und dann euer Gegner dran ist, wird es extrem schwer haben, durch diese beiden Monster durchzuspielen. Denn pro aktivierten Karteneffekt, bzw. pro aktivierte Karte, muss der Gegner 600 und dann nochmal 600 zahlen. Also sprich, pro Kopie 600 Life Points zahlen als Kost, bevor er irgendwas aktivieren darf. Heißt 1200 pro Karte, die er aktivieren möchte,
Heißt, so viele Karten wird er nicht aktivieren können, weil so viele Life Points gibt es am Ende dann doch nicht. Das heißt, euer Gegner wird sich so relativ schnell von seinen Life Points verabschieden. Sehr gute Karte und vor allen Dingen hat diese Karte noch einen Quick-Effekt im Graveyard, den sehr, sehr viele vergessen. Und zwar, wenn der Gegner ein Monster aus dem Extra-Deck kontrolliert, könnt ihr diese Karte per Quick-Effekt auf eure Spielfeldseite beschwören und euch so eventuell in der Battle-Phase zum Beispiel beschützen oder sie euch wieder zurück aufs Spielfeld holen, um sie als Material zu haben für weitere Fusionsbeschwörungen. Dann spielen wir einmal den Despianischen Quirites, eine sehr gute Karte, die immer wieder aufkommt. Viel geiler als sein Haupteffekt, wo er die ATK auf 0 setzt, ist sein Effekt, dass er euch einen Gefallenen von Albas aus dem Main-Deck aufs Spielfeld specialen kann und ihr specialt euch einen Gefallenen von Albas. Effekt, wirft eine Karte für Kost ab und nutzt seinen Polymerisationseffekt, indem ihr ihn und gegnerische Monster für eine Fusionsbeschwörung benutzt. Als nächstes spielen wir zwei generische Superpoly-Targets, wobei ihr die Raubpflanze Drachostepelia natürlich auch ganz normal aus eurem, sozusagen mit eurer Engine beschwören könnt. Garura, Flügel des nachklingenden Lebens. Eine sehr, sehr gute Karte gegen extrem viele Endboards. Auf jeden Fall kommt diese Karte sehr, sehr gut. Wie gesagt, falls ihr euch diese Karte nicht leisten könnt, Budget-Alternative Schlammdrache des Sumpfes funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Aber das sind zwei Karten, die ihr meiner Meinung nach definitiv im Extra-Deck spielen solltet. Vor allen Dingen, wenn ihr Superpolymerisation spielt, weil ihr so gegnerische Boards outen könnt. Raubpflanze Drachostapilia ist on top auch noch ein Negate. Und Garura, wenn diese Karte in den Friedhof kommt, lässt sie euch eine Karte ziehen. Und zu guter Letzt spielen wir nicht nur einen, nein, wir spielen zwei Wächter-Chimäre. Ihr könnt diese Karte auch auf 1 Karten und gegen irgendeine andere Alternative austauschen. Ich finde sie auf 2 immer noch extrem strong. Einmal natürlich in eurer Opening-Kombo, um den Gegner zu interrupten und dann im Grind-Game, um nochmal den Finishing-Punch zu geben. Wächter Chimera, eine unfassbar starke Karte und artwork-technisch extrem hübsch. Und ihr fragt euch jetzt natürlich an dieser Stelle, Dennis, was für Karten spielst du im Side-Deck? Und zwar spielen wir unter anderem den Dimensionsverschieber. Ja, Despia kann unter dem Dimensionsverschieber spielen, stört den Gegner mehr, als es euch stört. Dann natürlich einmal Nibiru gegen verrückte Combo-Decks und Cosmic Cyclone, um ein bisschen mehr Backrow zu removen, spielen wir jeweils alles auf 3 in unserem Side-Deck. Dann spielen wir Going First, unter anderem so Karten wie Es kann nur einen geben, ja, auch ein Floodgate, unter dem Branded Despair spielen kann. Und ich spiele den einen Ernenner des Roten Lotus, ja, wurde von 3 auf 1 nach der letzten Banlist gecuttet. Dennoch finde ich die Karte immer noch gut, wenn ihr diese zieht und dann vor allen Dingen euch die generische Hand angucken könnt, hilft euch das ungemein. Und dann natürlich für mein Lieblings-Matchup, Flumanderies, spielen wir einmal die Necrowelt Banshee und Zombie-Welt. Denn ich möchte so wenig wie möglich gegen Flumanderies spielen und die Zombie-Welt verhindert bzw. behindert das Deck extremst beim Spielen und in der Regel ist es ein Auto-Win, außer euer Gegner hat das Out dagegen. Und damit beenden wir auch das Deck-Profile. Ich hoffe, mein Deck-Profile hat euch gefallen. Falls ihr Fragen dazu habt, ballert diese sehr gerne in die Kommentare und für all diejenigen, die zum ersten Mal hier bei mir auf dem Kanal sind, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da, damit ihr in Zukunft keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos verpasst. Und jetzt springen wir wie versprochen in die Preisübersicht rein. Und wir fangen natürlich mit dem Main Deck an. Das Main Deck kostet euch mehr oder weniger 120 Euro. Auch wenn die ganzen Despair-Karten extrem viele Reprints bekommen haben, dennoch, es ist ein beliebtes Deckthema und dementsprechend kosten die Karten tatsächlich noch den ein oder anderen Euro. Unter anderem Aluba, der kostet mehr oder weniger 5 Euro die Kopie im Playset. Klar, Dreh- und Angelpunkt des Decks solltet ihr auf jeden Fall auf 3 im Main Deck spielen. Als Budget-Alternative könnt ihr natürlich Spriggan's Kid spielen. Nicht ganz so gut, aber besser als das Deckthema gar nicht zu spielen. Dann die Kettenkobold Patchwork Engine. Klar, der Kettenkobold kostet um die 5 Euro, davon spielen wir 2, dann 2-mal Schreckenspelz Patchwork. Die Karte kostet auch ihre 6 bis 8 Euro, je nachdem in welcher Rarität ihr euch die Karte ranholt. Das sind Karten, die das Deck unfassbar konstant machen, aber leider aktuell auch dementsprechend teuer sind, weil es nicht so viele Printings dieser Karten gibt. Und dann sprechen wir natürlich an dieser Stelle über die neueste Addition für das Deckthema, und zwar die flammende Cartesia. Diese Karte geht für 25 Euro über den Ladentisch. Ja, tatsächlich, Budget ist anders, aber ihr könnt eine Budget-Alternative spielen und zwar Ecclesia the Virtuous. Diese Karte, ja, geht wenige Euros tatsächlich. Eine sehr, sehr gute Budget-Alternative. Ihr solltet auf jeden Fall ein Licht-Target in eurem Main-Deck spielen und da ist Ecclesia the Virtuous eine sehr gute Budget-Alternative zu der flammenden Cartesia. Was ist noch teuer? Ich überlege gerade. So viel gibt es tatsächlich nicht. Klar, Superpolymerisation geht ihre 5, 6 Euro, davon spielen wir 3 Stück. Wie ihr seht, gibt es viele Karten, die wir auf 2 bis 3 spielen, die so 5, 6, 7 Euro gehen und die dadurch den Preis in die Höhe treiben. Alle anderen Karten sind tatsächlich für wenige Euros zu haben.
Der Rest des Despia-Deckchors, Tragödia und Dramaturg und wie sie alle heißen, sind tatsächlich für wenige Cents zu haben. Und damit machen wir auch weiter mit dem Extra-Deck. Das Extra-Deck kostet euch mehr oder weniger 135 Euro, was unter anderem daran liegt, dass wir zweimal die Wächter-Chimera spielen. Ihr könnt die Wächter-Chimera sehr gerne auch auf 1 spielen. Also wenn ihr kompetitiv spielen wollt, solltet ihr mindestens eine spielen. Wenn ihr allerdings die zweite cuttet, seid ihr direkt 50 Euro günstiger unterwegs. Dann gibt es natürlich noch so eine Karte wie Alba Lenatus, der geht aktuell auch wieder seine 20 Euro und Garura, ein generisches Superpolitarget, die Karte geht auch knapp ihre 20 Euro. Das sind natürlich drei Karten, die den Preis auf jeden Fall ordentlich in die Höhe schießen lassen. Wächter Chimera 50, Alba Lenatus 20 und Garura 20, das heißt 90 Euro. Ihr könnt das Deck 90 Euro günstiger spielen, indem ihr die drei Karten rausnehmt. Budget-Alternativen, Schlammdrache des Sumpfes als generisches Superpolitarget. Und natürlich könnt ihr auch zum Beispiel Dark spielen. Link 2 Monster, sehr, sehr wunderbare Karte. Habe ich auch auf der deutschen Meisterschaft gespielt, kam immer wieder zum Einsatz, vor allen Dingen auch in der aktuellen Meter eine sehr, sehr gute Karte. Und ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, dass der Rest der Despia-Karten und der Fusionsmonster aus dem Alba Strike Structure Deck wenige Cents kosten und somit könnt ihr das Deck tatsächlich relativ günstig zusammenstellen. Und damit beenden wir auch die Preisübersicht. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Falls dem so war, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen unter dem Video und jetzt kommen wir zum Schmankerl des Videos und zwar zum Combo-Tutorial. Los geht's! So, und damit kommen wir auch zum Combo-Tutorial. Ich zeige euch die standardste Standard-Combo, die jeder Branded Despia-Spieler kennen sollte. Und zwar starten wir mit Normal Summon Aluba, aktivieren seinen Effekt, um uns die markierte Fusion zu suchen. Markierte Fusion aktivieren dann wir natürlich an dieser Stelle, schicken Material in den Friedhof, Despianische Tragödie und den Gefallenen von Albas, um Lubelion auf unserer Spielfeldseite zu beschwören. Chainlink 1, Chainlink 2, Lubelion wirft für Kost eine Karte ab, deswegen ist es mehr oder weniger eine One-and-a-Half-Card-Kombo. Ihr braucht eine Karte, um mit Lubelion abzuwerfen. Werft ihr ab, um ihn zurückzuschaffeln und den Gefallenen von Albas, um dann wiederum Spiegeljade, den Eisklingendrache auf eure Spielfeld zu beschwören und Tragödia searcht uns an dieser Stelle Ad Libitum von Despia. Sehr, sehr wichtige Karte. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, das ist unser Friedhof. Packen wir mal hier zur Seite. Jetzt denkt ihr euch, geil. Geiles Endboard. Damit kann man spielen. Geht noch besser. Spiegeljade, der Eisklingendrache aktiviert jetzt seinen Effekt. Schickt ein Albion in den Friedhof, der uns in der Endphase eine markierten Zauberkarte setzt und wir banischen unseren eigenen Aluba. So, warum? Weil wir gleich maximal Plus gehen werden und wir gleich eh wieder einen Aluba auf der Hand haben werden und ich zeige euch auch warum. Endphase, Albion, falsche Karte, da. Albion setzt uns rot markiert. Wir geben an unseren Gegner ab mit dem Ad Libitum in der Hand, einem Spiegeljade den Eisklingendrache, der seinen Effekt in dem gegnerischen Spielzug aktuell noch nicht aktivieren kann, denn er überspringt immer den Spielzug, sprich wenn ihr in eurem Turn seinen Effekt zum Banishen aktiviert, könnt ihr den gegnerischen Turn nicht machen und andersrum genauso. So, jetzt allerdings, sobald der Gegner anfängt Faxen zu machen und irgendwie eine Karte auf dem Spielfeld hat, könnt ihr Folgendes machen. Ihr aktiviert, rot markiert, wählt die Tragödie in eurem Friedhof, nehmt sie auf die Hand und macht mit den drei Karten eine Fusionsbeschwörung. Zack. Ihr müsst dafür diese Karten verbannen und ihr könnt euch an dieser Stelle die Wächter Chimera auf euer Spielfeld beschwören. Extrem starke Karte. Wächter Chimera, Chainlink 1. Despianische Tragödie, Chainlink 2 und Chainlink 3 Ad Libitum. Ad Libitum, weil er als Fusionsmaterial in den Friedhof ging oder verbannt wurde, specialt uns ein Fusionsmonster der Stufe 8 oder höher wieder zurück aufs Spielfeld, und zwar Spiegeljade den Eisklingendrache. Jetzt hat er an der Stelle wieder seinen Effekt live, das heißt, wir können den Banish wieder machen, so sieht es nämlich aus. Dann Tragödie searcht uns einen Aluba für Follow-up, was extrem nice ist. So, an der Stelle mischen wir jetzt hier noch einmal durch, bevor wir ziehen. Mal gucken, was wir durch die Wächter-Chimera nachziehen. So, zack. Wächter-Chimera darf jetzt an dieser Stelle eine gegnerische Karte poppen, weil wir ein Monster vom Spielfeld gewählt haben, benutzt haben. Und weil wir zwei Monster von der Hand benutzt haben, dürfen wir zwei Karten ziehen. So, wir ziehen an dieser Stelle einfach mal zwei Karten. Mal schauen, was war so da. Ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Guckt euch das mal an. Wir haben mit anderthalb Karten gestartet und sind jetzt im gegnerischen Spielzug, haben wir jetzt schon wieder drei Karten auf der Hand. Follow-up, Consistency und noch um gegnerisches Board zu negieren, falls der Gegner unser Board brechen sollte.
Die Wächter-Chimera hat zwei Karten uns ziehen lassen und darf jetzt noch eine Karte auf der gegnerischen Spielfeldseite poppen. Und wir haben den Banish durch den Spiegeljade wieder live, den wir wieder aktivieren können, um dann zum Beispiel wieder einen, wo ist er? Albion in den Friedhof zu schicken. Ihr könnt natürlich Albion schicken, ihr könnt auch den Albalinatus schicken. Beide searchen euch auf jeden Fall eine markierte Zauberkarte in der Endphase, was extrem nice ist. Und das ist tatsächlich relativ simpel, kurz und knapp, eine Standard-Branded Despia-Kombo, die jeder von euch auf jeden Fall drauf haben sollte. Ich hoffe, mein Deck-Profile, die Preisübersicht und das Combo-Tutorial haben euch gefallen. Falls ihr noch Fragen zu dem Deck habt, ballert diese sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch extrem viel Spaß mit der Updated-Version von Branded Despia. Auf jeden Fall in der aktuellen Meta immer noch ein valides Deck, auch in der puren Version. Und damit auch genug von mir. Ich wünsche euch eine spitzenmäßige Zeit. Lasst es ordentlich krachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.